Hallo, hier spricht nochmal Peter. Hier geht es noch weiter mit historischen Fotos, zum Beispiel der vom Waldstadion aus den 50er Jahren. Da erscheint eine deutsche Meisterschaft. Oder sogar UEFA. Lass mal gucken. Fußball. Ja, das war sogar der UEFA Cup, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, und deutsche Meister auch. Also Frankfurt war ja sehr erfolgreich. Dann haben wir hier weiterhin Fotos. Hier gleich zu erkennen, Paul Breitner und Gerd Müller ist auch da. Bomber der Nation. So war das in den 70ern. Ne? Das war übrigens die Wasserschlacht, die vorhin schon angedeutet wurde. Beim Confed-Kampf 2005 gab es auch eine Wasserschlacht zwischen Argentinien und Brasilien. Und hier gab es sie zwischen Deutschland und Polen in Frankfurt am 1974, die berühmte Wasserschlacht, als es geregnet hat. Daraufhin wurde dann jetzt endlich mal eben in den 2000ern ein Dach konstruiert und da hat es ähnlich geregnet, nur das Spiel hat ohne Wasserschlacht stattgefunden, da nämlich das Dach dann da war. So war das. So, hier haben wir Herrn Körbel, Charlie Körbel, der gerade ein Tor schießt. Auch für Frankfurt gegen MSV Duisburg. Ja, so ist das. So, dann gehe ich noch mal ein Stück weiter. Hier haben wir noch die Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, das sieht so nach einem europäischen Cup aus. Das war ziemlich UEFA. Das war UEFA. Vorher war es eben doch tatsächlich deutsche, schade, die deutsche Meisterschaft. Und hier haben wir Waldstadion nochmal, wie ihr seht. Das hat sich ja doch recht verändert. So ist das. In 1986 war das. So, da sehen wir wieder Herbie Grönemeyer. Und die Frauenpower kommt danach. Warum ich hier da ist, warum ich überhaupt da bin, ist, dass es heute wieder die Rocking 1000 gibt in Frankfurt. Und ich durfte jetzt hier als VIP mit grünem Bändchen, kann man gleich sehen, ne? Durfte ich da jetzt dabei sein, weil ich einen Presseausweis vorgezeigt habe. Und ja, jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen zeigen. Tatsächlich ist das jetzt, gehen wir mal raus. Das ist jetzt dann die Bühne, die mir auf dem Rasen ist, die Bühne. Es sollen nämlich 1000 Menschen, 1000 Musiker rocken. Und schönes Wetter hier. Ich habe erst gedacht, es gucken 1000 Menschen zu. Nein, es sind 1000 Musiker angeblich hier. Das Ganze kommt aus Italien, ist eine italienische Idee sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut seht. Also da drüben stehen die Keys, Tasteninstrumente. Dann haben wir Schlagzeug da hinten. Haben wir hier noch ein paar Sänger, ne? Die sind hier vorne mit den Mikros. Da hinten die ganzen Gitarren mit ihren Amps. Nochmal Schlagzeug und in der Mitte Bass. Ne, da drüben wird Bass sein und da Schlagzeug. Ne, ich glaube, Bass könnte sogar in der Mitte sein. Sieht so ein bisschen schlanker aus. Aber da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Tatsächlich ist das dieses Rocking 1000 eine Idee aus Italien. Man kann mitmachen, wenn man möchte, muss man sich anmelden auf der Webseite. Ich bin schon Teil der Community. Das heißt, ich bin zumindest akzeptiert als Musiker. Naja, als Klavierlehrer und lange Singender sollte man das vielleicht dann auch sein. Hat mich dann doch gefreut, dass sie meine Qualitäten erkannt haben. Und ja, und das findet dann hier eben heute am 7.7. statt, 7.7.2019. Die machen das übrigens auch weltweit. Also ich meine Seattle und in Asien ist es auch dabei, in Italien natürlich, auch in Frankreich. Ist eine Sache, die jetzt so nach und nach so ein bisschen um sich greift und eben die Idee ist, dass 1000 Musiker hier auf dieser Bühne, also sprich auf dem Rasen oder vielmehr abgedeckten Rasen eben musizieren und über 1000 Menschen. Achso, das zeige ich euch mal. Hier. Aha, okay. Ist aber eher poppig, oder? So. Und hier, das sind jetzt die Leute, die da sind, wie ihr seht. Die berühmten vier Chord-Songs.
spannend. Also das soll Rock sein? Naja.